Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part haben wir endlich den Zeitturm betreten und über das gesprochen, was Reptane und Zwirfinst getan und gesagt haben. Ja, die Zwischenebene haben wir erreicht, aber es wird definitiv nicht leichter werden. So viel kann ich euch sagen. Überrascht vermutlich auch niemanden. Also ich glaube, es kommen noch so um die 10 Ebenen bei der Zeitturmspitze und die haben es in sich. Also bislang hatten wir ja Bronzong zum Beispiel und ähnliche Pokémon, die jetzt gar nicht so schlimm zu bekämpfen waren. Aber hier, ich glaube, hier laufen auch Brutalander rum. Ja, wenn man vom Teufel spricht und Porygon Z, also die können einem schon ziemlich wehtun. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Gerade weil es noch so viele Ebenen sind, ist es natürlich so ein bisschen gemein, wenn man dann hier so extrem auf die Schnauze bekommt und dann wieder auf die Zwischenebene zurückfällt. Aber es ist ja irgendwie auch würdig für ein Finale. Wir haben ja auf jeden Fall im letzten Part ziemlich ausführlich über diese ganze Zukunftsthematik gesprochen. Eben, ob man tatsächlich das Recht hat, für so viele Pokémon zu entscheiden, dass die Zukunft verändert werden soll. Ich sehe zwar nicht, wer da kommt, aber ich mache einfach mal Ladungsstoß. Einmal und nicht zweimal. Schade. Und generell Reptanes Entschlossenheit, sein Mut und wie gesagt eben auch die Auswirkungen. Habe ich nichts fixiert? Da haben wir ja auf jeden Fall sehr ausgiebig drüber gesprochen. Generell, das Spiel hat einfach so viele Stellen, die ich unglaublich tiefgründig und interessant finde und vor allen Dingen auch sehr emotional. Die haben es einfach verdient, dass man drüber spricht. Also ich persönlich bin sowieso jemand, ich mache mir immer sehr gerne Gedanken zu allem. Und gerade wenn es solche Thematiken sind, wo man unglaublich viel reininterpretieren kann. Das Lustige ist, das Spiel bietet natürlich ziemlich viel Spielraum zum Interpretieren. Aber tatsächlich... Hallo? Oh, oh, oh! Das tat weh. Gibt es jede Menge Stellen im Spiel, die muss man nicht unbedingt interpretieren. Also es gibt natürlich Spiele, da macht man sich viele Gedanken zu und es wird gar nicht wirklich gesagt. Also, dass die Fans eben einfach Theorien aufstellen, macht auch super viel Spaß. Wie es eben sein könnte, aber man kann es eben nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber PMD hat zwar auch viele Momente, wo man sich Gedanken machen kann und nicht alles wird unbedingt aufgeklärt. Also ich glaube, gerade bei solchen komplexen Thematiken, da bleiben immer Lücken in der Logik und Fragen offen. Das ist ganz normal. Aber das Spiel hat einfach so viele Momente, wo Dinge angedeutet werden und man interpretiert dann irgendwas da rein und letztendlich wird es dann doch nochmal aufgelöst. Also das Spiel selbst ist schon sehr tiefgründig und was man dann draus macht, macht es dann nochmal umso tiefgründiger und das liebe ich einfach total. Also das finde ich super, super schön. Deswegen rede ich da auch so gerne drüber. Es bietet sich irgendwie einfach an und ich fände es schade, jetzt die Szene mit Reptane einfach so stehen zu lassen. Die war super, super böse eigentlich für meine Nerven und für mein Herz, aber wirklich gut gemacht. Ja, die PMD-Reihe allgemein, die ist ja schon dafür bekannt... Kann ich angreifen? Nein. Die ist ja schon dafür bekannt, gerne mal auf die Tränendrüse zu drücken. Na, jetzt sind wir beide paralysiert. Das wird irgendwie nicht besser. Gut, dass ich so viele Belebersamen mitgenommen habe und jetzt kommt die Itemsperre. Es musste passieren. Ich habe schon darauf gewartet, dass ich irgendwann Belebersamen brauche hier im Zeitturm. Zurück zum Thema. PMD, wie gesagt, drückt gerne auf die Tränendrüse. Und ich bin sowieso ein sehr sensibler Mensch. Dementsprechend, es berührt mich schon ziemlich. Also es gibt viele Momente, wo ich wirklich Gänsehaut habe. Und es ist einfach die Kombination aus der Thematik, den Dialogen, den Charakteren, der Optik, der Musik. Es ist einfach die ganze Atmosphäre. Und das macht das Spiel wirklich verdammt gut. Also sei es jetzt irgendwie am Nebelsee, wo wir zum ersten Mal ein Zahnrad gesehen haben, sei es in der Bonus-Episode von Fluffeluff, die Abschiedsszene von Sensei, also von Meister bei uns, oder eben in der Zukunft, die Szene, als wir erfahren haben, dass Reptane unser Partner ist, also die erwischt einen auch schon ziemlich kalt. Hallo Brutalander, mal wieder. Und die Szene, wo Reptane sich eben verabschiedet, gehört auch dazu. Dass diese Reihe dafür bekannt ist, beim Finale nochmal wirklich ein draufzusetzen, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also
Die Endszenen von PMD sind immer, in Anführungszeichen, ziemlich böse fürs Herz, aber auch wirklich, wirklich gut gemacht. Und damit habe ich beim ersten Durchspielen auch gerechnet. Ich hatte PMD 1 gespielt, ich habe am Ende auch geweint und ja, ich hatte es hier dann eben auch erwartet. Und die Szene mit Reptane ist halt schon dann heftig. Ich hatte es ja schon gesagt, ich habe einfach nicht erwartet, dass da noch ein Plot-Twist kommt vom Finale. Ich hatte zwar mit Zwierfinst irgendwie gerechnet, aber eben nicht, dass das Ganze dann so eine Wendung nimmt. Oh, schön, dass du paralysiert bist. Das ist praktisch. Und dass du paralysiert bist, finde ich auch super. So. Und dementsprechend diese ganze Reptane-Szene ging mir halt auch ziemlich nahe. Jan, kriegst du das hin? Ich schlafe einfach mal eine Runde. Ist ja auch ganz nett, ne? Der Planet ist schon fast gelähmt, hier stürzt alles ein und ich schlafe erstmal ein bisschen. Also, wie soll ich es am besten ausdrücken? Also, es war ja schon eine Abschiedsszene auch mit Reptane und die ging mir halt schon auch verdammt nahe. Weil man damit auch einfach nicht rechnet. Also irgendwie, ich ging immer davon aus, dass wir halt zu dritt den Zeitturm erklimmen, gegebenenfalls gegen die Jalga kämpfen, wenn es sein muss, und eben dann zusammen eigentlich einer fröhlichen Zukunft entgegenblicken, aber auch nachdem dann gesagt wurde, dass es eben nicht der Fall sein wird, ging ich trotzdem davon aus, dass wir das eben zu dritt machen. Und das ist dann schon so ein schlimmer Verlust gewesen, als es dann plötzlich hieß, okay, ich nehme Zwierfinst mit in die Zukunft, dass er euch nichts anhaben kann, ihr müsst die Mission zu Ende bringen. Also da vermisst man Reptane schon, auf jeden Fall. Das zeigt ja zum einen, dass er unglaublich viel Vertrauen in uns hat, dass er wirklich das Schicksal der Welt in unsere Hände legt, genau wie alle anderen aus der Gilde zum Beispiel auch. Aber ja, ich weiß nicht, es zeigt für mich wieder, wie beeindruckend Reptane eigentlich ist. Er hat das so cool überspielt und das, was er gesagt hat, war halt auch sehr episch, finde ich persönlich. Also er hat seine Worte wirklich gut gewählt. Und das kann man auch, glaube ich, nicht von jedem erwarten, in so einer Situation wirklich so ruhig zu bleiben und so die Fassung zu bewahren und eben genau das Richtige zu sagen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Aber ich meine, wir können uns an Reptane nicht erinnern. Aber wir haben trotzdem einiges mit ihm durchgemacht. Und ich glaube einfach, wie schon mal, glaube ich, irgendwann gesagt, der Kopf vergisst das Herz nicht unbedingt zwingend. Man ist dann trotzdem irgendwie noch gezeichnet. Die Erfahrungspunkte will ich mitnehmen. Mal mehr, mal weniger. Also natürlich haben wir auch gegen Reptane gekämpft. Beim Kristallsee, Untergrundsee, Kristallsee, glaube ich. Von daher gesehen ist jetzt nicht so, dass wir ihn, sag ich mal, sofort erkannt haben beim ersten Blick, das nicht. Aber ich glaube schon, dass man unterbewusst irgendwie vielleicht eine Verbindung wahrgenommen hat. Ich habe leider keinen Appellorb. Gucken wir mal, ob Jan das hinbekommt. Ich achte mal so ein bisschen auf seine KP. Das Bronzong steht leider noch. Das ist doof. Jetzt ist es weg. Die Sache ist, ob der Seher jetzt auch weg ist. Das muss ich mal kurz ein bisschen beobachten, bevor ich weiterrede. Okay. Also ich glaube, wie gesagt, man hat unterbewusst trotzdem irgendwie eine Bindung zu Reptane. Nachdem man dann wusste, wie es wirklich ist, ich weiß nicht, also mein Blaugummi, ich glaube, ich habe mittlerweile genug, das kann Jan dann essen. Also ich glaube schon, auch wenn wir quasi irgendwo nur kurze Zeit zusammen waren in diesem Zeitstrang, hat man sich toll, trotzdem lieb gewonnen. Und Reptane, wie gesagt, ist ein ganz, ganz toller Charakter, finde ich persönlich. Aua, darf ich gehen? Danke. Und ihn dann zurückzulassen, das war schon hart. Also das hat mich schon verletzt und vor allen Dingen, wir wussten ja, dass wir dann vermutlich Abschied nehmen müssen. Ich meine, ursprünglich hat man vielleicht gedacht, okay, wir können einfach alle in der gleichen Zeit dann zusammenleben, warum nicht? Aber nachdem dann klar war, dass die Zukunfts-Pokémon eben verschwinden müssen. Aber ich habe gedacht, vielleicht bleibt Reptane einfach hier oder wir gehen mit Reptane mit, je nachdem. Aber ich dachte eher, dass wir hier bleiben, weil eben auch die Gilde und so weiter eben hier ist. Und dass wir uns dann da so hastig irgendwie verabschieden mussten. Also wir konnten uns ja gar nicht mental darauf vorbereiten. Es ist einfach von jetzt auf gleich passiert. Es ist schon hart, also dann irgendwo den Partner, besten Freund, wie auch immer, einfach so jetzt verabschieden zu müssen. Das ist schon schwer, also das tut dann schon weh, weil man damit auch einfach, wie gesagt, nicht rechnet. Und
Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir am meisten wehtut, glaube ich, an der Szene, als Reptane dann sagt, ich kann nie mehr in diese Zeit zurückkehren und dass das quasi ein Abschied für immer mehr oder minder ist, weil ich meine, wenn die Pokémon der Zukunft wirklich verschwinden, sprich Reptane und Svenja eben auch, dann haben wir uns da wirklich zum allerletzten Mal gesehen. Und das ist schon, wie gesagt, man kann sich dann mental nicht drauf vorbereiten, hallo Metagross, und dann so zu hören, ich kann nie wieder zurückkehren, auf Nimmerwiedersehen quasi. Das ist schon, das tut schon weh, also mir persönlich, ihn dann auf diese Art und Weise da zu verabschieden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde seine letzten Worte unglaublich interessant gewählt. Nehme ich den Grimmsalm eigentlich mal gucken, als er meinte, Abschied schmerzt, aber du musst weitermachen, weil das eigentlich schon intelligent gemacht war. Einmal essen. Grimmsalm ist toll, ich esse ihn lieber, bevor irgendwer anderes ihn isst. Weil Jan hat es eben so aufgefasst, dass der Abschied eben für Svenja und Reptane schwer ist, was ja auch stimmt. Und im Umkehrschluss kann man es aber eben auch so auffassen, dass Reptane eben meinte, ich weiß, es wird schwer, Jan zurückzulassen, aber du musst tun, was du tun musst. Das Schaden. Das war eigentlich eine gut verpackte Botschaft. Und das tut mir dann auch immer wieder weh, das so zu hören. Also, es war ja schon schlimm im Part davor, als es dann hieß, dass wir eben verschwinden werden, dass Jan dann eben alleine zurückbleibt. Das tut mir ehrlich gesagt mehr weh als die Tatsache, dass wir sterben werden. Einfach die Tatsache, dass ich Jan alleine zurücklassen muss, weil das, glaube ich, schon eine große Leere hinterlassen wird. Tatsächlich, dieser Aspekt macht mir mehr zu schaffen als die Tatsache, dass ich sterben werde in diesem Spiel. Und ich habe auch so das Gefühl, dass es vom Spiel gewollt ist, dass man so empfindet. Wo ist die Treppe? Gefunden. Also das fand ich schon übel. Die Vorstellung, dass Jan tatsächlich alleine zurückbleiben muss, das ist echt nicht schön. Und dass Reptane dann eben noch meinte, Abschied schmerzt. Allein die Vorstellung. Also ich meine, wir mussten jetzt quasi Reptane zurücklassen, sag ich mal. Wir mussten uns von ihm verabschieden, was definitiv nicht schön war. Weil Reptane, wie gesagt, ist einer der besten Charaktere in diesem Spiel für mich. Und dann müssen wir Jan auch noch zurücklassen. Man will sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das ablaufen wird. Und das Schlimme ist ja einfach, Jan weiß da ja nichts von. Ich hatte ja im letzten Part schon gesagt, man hat natürlich was, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Aber zu wissen, dass man dann eben solche Verluste erleiden muss, das ist schon hart. Und ich glaube, es ist dann auch einfach nur menschlich oder... Was ist das passende Wort auf Pokémon bezogen? Pokémon sind ja nicht dann unbedingt menschlich, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, glaube ich, einfach nur natürlich, dass man dann vielleicht anfängt, das zu hinterfragen. Will ich das wirklich tun? Will ich nicht vielleicht doch weiterleben, um die ganzen Leute nicht zurückzulassen? Und ich glaube schon, dass das Jan echt schwer fallen würde, dann so hin und her zu überlegen. Ich meine, aus rationaler Sicht tun wir auf jeden Fall das Richtige. Wir opfern uns und einige andere zum Wohle aller. Aber aus emotionaler Sicht ist es wieder so eine Sache. Teilweise tun wir das Richtige, weil ich finde auch, die Lähmung des Planeten muss verhindert werden. Zum Wohle aller. Hallo. Na, ich könnte jetzt einen Ladungsstoß machen. Ich könnte euch aber auch einfach erstmal alle einfrieren. Aber wie gesagt, es ist so ein zweischneidiges Schwert aus emotionaler Sicht. Einerseits ist es richtig, was wir tun, finde ich persönlich. Einerseits stehe ich da voll hinter, dass wir das quasi für andere tun. Aber dann, wie gesagt, aus dem Gedanken heraus, dass wir alle zurücklassen und teilweise auch traurig zurücklassen. Na, wie kann ich mich hinstellen, dass Jan mit angreift? Schwierig. Das ist schon hart. Das ist eine schwierige Frage, finde ich jetzt. Also... Das Ganze ist nicht so leicht. Das Spiel spielt halt sehr gut mit den Emotionen des Spielers auf jeden Fall und bringt einen dann dazu, teilweise alles so ein bisschen anzuzweifeln. Also nicht direkt so stark anzuzweifeln, dass man es nicht mehr machen möchte, aber schon, dass das Ganze einen nicht ganz so schönen Beigeschmack plötzlich hat. Und deswegen finde ich diese ganze Szene am Regenbogensteinschiff einfach unglaublich gut. Du hast doch mal so einen richtigen Plot-Twist mit der Tatsache,
dass eben die Pokémon der Zukunft verschwinden werden. Tschüss, Box. Und dann der Abschied von Reptane, der halt auch nochmal richtig übel ist. Also, wenn ich übel oder böse sage, meine ich es natürlich eigentlich im positiven Sinne. Es ist echt gut gemacht. Und schön gemacht, aber es tut schon weh. Guter Lander, dich habe ich nicht eingeladen zu dieser Party. Könntest du bitte wieder gehen? Das wäre unglaublich freundlich von dir. Guter Lander, bitte. Nein. Nein. Okay. Brutalanda weg. Also ja, die Szene ist schon, finde ich persönlich, verdammt gut gemacht. Jan, kriegst du das hin? Könnt mir gerne eure Gedanken dazu schreiben, aber wie schon mal gesagt, das Spiel spielt einfach mit euren Gedanken, euren Gefühlen, mit euren Theorien und mit allem. Teilweise ganz offensichtlich absichtlich und teilweise auch nicht. Und das ist manchmal ganz schön fies, aber irgendwie auch ziemlich, ziemlich episch. Oh, Level 41, sehr schön. Also wir leveln hier zumindest noch gut. Auf der vorletzten Ebene, glaube ich. Meine ist ein 10. Da kann man jetzt nur abwarten, wie das Ganze ausgehen wird. Da es natürlich eine Afterstory gibt, wird es natürlich auf irgendeine Art und Weise ausgehen. Logischerweise. Wäre irgendwie komisch, wenn es dann zack vorbei wäre. Ich hoffe einfach nur, weil ich weiß, dass viele Leute wirklich mitfiebern in den Kommentaren und auch immer ganz angeregt Theorien schreiben und Gedanken und so weiter. Und das finde ich super spannend, weil ihr habt eventuell minimal festgestellt, dass ich das sehr gerne mache mit den Theorien. Und deswegen freut es mich auch immer, andere Gedanken dazu zu lesen. Auf jeden Fall. Und jetzt nichts wie zur Treppe, bitte, damit ich mich wieder heilen kann, weil gegen das Gift kann ich mich nicht heilen. So. Ich hoffe einfach natürlich, oder sagen wir mal anders, es gibt eine Afterstory und es ist nicht einfach nur eine Afterstory. Hat Jan keine Attacken mehr? Ach, nur noch Fund und Fund ist nicht eingeschaltet. Oh, ich bin manchmal so ein Tölpel. Fund ihn zu Tode, Jan! Gut. Natürlich, die Afterstory heißt nicht nur Afterstory, einfach weil es gibt auch wirklich eine Geschichte, die so ein bisschen sich an die Hauptgeschichte anreiht, sag ich mal. Die ist auch ziemlich spannend. Und auf uns wartet auch noch die letzte Bonus-Episode dann. So viel sei gesagt. Habe ich noch Ladungsstoß? Ja, perfekt. Dann schießen wir einfach mal los. Und ich denke, da gibt es mit Sicherheit auch noch einiges, worüber wir reden können. Ich hoffe aber einfach nur, dass es euch nicht zu langweilig wird, weil ich auch sehr viel Optionales machen werde. Und wir dann natürlich nicht so viel fantasieren können und diskutieren können, wie wir es jetzt machen. Also klar, wir können bestimmt über genug Sachen reden, aber eben nicht unbedingt immer über die Geschichte, weil ich habe es jetzt ja so gemacht, dass ich quasi Hauptgeschichte gespielt habe und in den Dungeons dann drüber gesprochen habe. Das geht natürlich in der Afterstory etwas schlecht, wenn wir mehr Dungeons haben, als wir Story haben. Aber ich hoffe einfach, dass es trotzdem spannend für euch sein wird. Ich wollte mich ja eigentlich voll heilen. Ich bin mir zwar, ouch, sehr sicher, dass ich nicht ungeheilt weiter muss. Aber ich wollte mich einfach aus Prinzip nochmal voll heilen. Ich komme nur einfach nicht dazu. So, ich bin schon mal voll. Jan noch nicht ganz. Vielleicht kriege ich das ja nochmal hin, einfach schönheitshalber. Aber ja, das heißt, das Kapitel heißt ja auch Letztes Abenteuer. Das Spiel hat 20 Kapitel. Finde ich eigentlich auch ganz passend. Ja gut, Lichtschild brauche ich nicht zwingend. Also es sind schon einige Kapitel tatsächlich. Ich wollte nur nie sagen, wie viele es sind. Die Afterstory hat, glaube ich, gar keine eigenen Kapitel. Man kann sie sich aber selbst so ein bisschen einteilen, wenn man möchte. Oh, wir sind voll und da hinten ist zwar noch irgendwer, aber das passt schon. Aber ja, wir sind am Ende unseres Abenteuers angekommen. Es kommt, es wäre jetzt so unepisch, wenn noch eine Ebene kommen würde, aber ich meine nicht. Als nächstes kommt die Spitze des Zeitturms, wo wir ja die Zahnräder einsetzen sollen, die Reptane uns ja hinterlassen hat. Und das sollte die Lähmung des Planeten stoppen. Die Frage ist nur, ob wir noch rechtzeitig kommen und was uns oben erwarten wird. Das sehen wir aber erst im nächsten Part. Da bin ich sehr gespannt, wie das so werden wird. Dann haben wir auf jeden Fall beim nächsten Mal das Hauptstory-Finale. Aber wie gesagt, es geht auf jeden Fall noch weiter. Ich würde behaupten,
Was die Afterstory betrifft, wenn ich die noch mit dazu rechne, haben wir so die Hälfte von diesem Let's Play dann geschafft. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.